Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem Video zum 7. Spieltag der ENTL. Sind nur noch 3, also mit dem. Und ja, hier wieder das obligatorische Team, was wir erwarten. Einfach haben wir mal so ein bisschen was gebaut. Also eigentlich nur von den Mons her ist ja immer wichtig, ne? Ob die Settles kommen, ist die andere Frage. Und was haben wir so gebaut? Wir müssen schnell machen, weil unsere Gegner müssen noch irgendwo gleich hin. Wir haben hier einmal einen Spätzdev Corviknight mit Body Press, Bulk Up und Drill Pack. Killt eigentlich das ganze Team, wenn wir es gut anstellen. Ein speziell offensives Mega Altaria, diesmal mit Ice Beam, Flamethrower, Hyper Voice Roost. Und dass es halt ein bisschen Fist-Dev ist. Dann ein Toxic Scald, Future Sight, Flamethrower, Slowking mit Citrus Berry. Fist-Dev ohne Recovery Move, weil wir einfach den Recovery Move nicht brauchen. Choice Bags, Brick und Z. Wir kennen es alle. Hidden Power Fire, Ice Beam, Psychic, Tri-Tech. Dann haben wir ein Severity Dark mit dabei, mit Multi-Attack, Ice Beam, Flamethrower, Pal. Sorry, da muss ich kurz aufstoßen. Parting Shot ist eher unsere Spätzdev-Wall. Wie bitte? Ja, den Discord hat geleckt. Hat so viel Attack, dass wir ein Megalatias so ziemlich eigentlich, ja, 1v1 können. Und die Spätz-Attack ist einfach, dass wir da mit unseren zwei Spätz-Moves ein bisschen was machen und dann auch mal ein Mienschau, wie wir es schon gegen Luca mit dabei hatten. Wir hatten uns einfach so gedacht, wir brauchen noch ein bisschen Broken Scheiße. Das Ding macht das. Okay. Rapid Spin oder Broken Scheiße, wir nehmen die Broken Scheiße. Genau. So, dann werde ich jetzt ganz kurz die Anfragen mit unserem Team, was wir mitnehmen werden. Ich gehe nochmal ganz kurz drüber. Natural Core, Pressure, Regenerator, Adaptability, AKS-System, Regenerator. Alles klar, let's go. So, ich bin gespannt, was sie mitnehmen werden. Ich würde mich freuen, wenn da kein Pharaoh zu sehen ist. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn da kein Latias zu sehen ist. Aber die werden wahrscheinlich safe. Vor allem Pharaoh, weil wir haben unser Fire-Type ist halt Mizunder. Der kam schon einmal mit. Das ist der beste Fire-Type überhaupt. Ja, aber ich meine, der kam schon einmal mit. Deshalb, die können auch Angst davor haben. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt denken. Wir hätten übrigens auch Mizunder mitnehmen können. Der war auch ganz gut in dem Matchup. Aber habe ich dir gesagt. Und so, nee, Mizunder ist kacke. Ja, Mienschau ist halt toller. So, weißt du, Mienschau macht Spaß. Ich meine, Mienschau, egal. Okay, ich hoffe, die nehmen jetzt langsam mal an. Alter. Was denn? Also, hä? Ist der Mienschau doch voll beleidigt? Nein. Doch. Ich schreibe dir nochmal ganz kurz Servus, falls sie nicht denken, dass wir das sind. Okay. Das ist, glaube ich, das Team, was wir 1:1 so predicted haben. Gut, okay, ja. Okay. Es ist kein Blastoise mit dabei. Die haben also überhaupt keinen Bock auf Water-Types gegen uns. Ist okay. Wir kommen mit dem Team einfach super klar. Jetzt mal legit. Das Team ist einfach so das Best-Case-Szenario, würde ich einfach mal behaupten. Mitunter auch ein bisschen Worst-Case, weil da sind halt auch so welche Friends wie Terra. Was ein bisschen doof ist, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ein bisschen doof. Aha. So, mit was werden die leaden? Die könnten mit Skorgro leaden. Die könnten mit dem Käfer leaden. Käfer? Mit dem Crobat leaden. Die können aber auch mit Tentantel leaden. Ich würde halt fast sagen, wir können einfach mal mit Altaria leaden, oder? Also ich sehe jetzt da keinen Grund, nicht mit Altaria zu leaden. Ja. Let's go, oder? Ja, komm, let's go. Latias! Das ist auch nicht schlimm. Das ist ganz und gar nicht schlimm. Wir haben halt... Ohne Scheiß, das ist eigentlich ein schlechter Lead für Mega Altaria gewesen. Hier, die Sandy Scorch, aber ist okay. Ja. Wir haben nicht viel gegen Sandy Scorch, fällt mir gerade auf. Ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir den nicht flamethrowern. Ja, ich würde halt sowieso sagen, wir gehen jetzt einfach mal Ice Beam, weil Crobat wird wahrscheinlich reinkommen und den können wir... Wer zum Teufel ist das? Das hat mir jemand angeschrieben. Oh my god. Ja. Moin. Ich glaube nicht, dass er Deutscher ist. Er ist ein Deutscher im Niederländerraum, im französischen Raum, im englischen Raum und im portugiesischen Raum. Ja,
Ich würde halt aber trotzdem mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal Ice Beam, oder? Weil entweder es kommt Crobat rein oder wir machen halt auch guten Schaden auf Latias. Guck, das verstehst du ja. Ja, doch. Ja, machen wir das. Der versteht uns einfach nicht. Bei mir laggt gerade alles. Schau da hin. Bitte kannst du mal nicht laggen. Ah, okay, oder lag einfach auch weiter, ist auch okay. Sandy Scorch. Okay. Oh, Freeze wäre jetzt ganz geil. Freeze. Schade. Okay, wir können mal ganz kurz gucken. Sandy Scorch. Gegen Altaria. Was ist das für ein Sandy Scorch? Sieht mir also vom Gefühl her Spätzdev-mäßig aus. Nicht unbedingt Convert Spätzdev, aber auf jeden Fall Invest. Ja. Ja. Ice Beam. Ja, okay, die haben auf jeden Fall Spätzdev Investment. Okay. Wie viel würden wir denn jetzt mit Hyper Voice machen? Vermutlich 2,3. Na gut, kam nah ran. In was könnten wir denn gehen? Was wäre denn jetzt so das Schlimmste, was kommen könnte? Was kann Sandy Scorch? Fire Dash, Heat Strike, Power Whip, Coil, Knockoff. Er könnte uns Toxigen. Ansonsten hat er halt auch nichts gegen Mega Altaria. Und Mega Altaria hat. Poison Jab ich wahrscheinlich nicht, aber. Der kann kein Poison Jab nehmen. Also ich sehe halt am ehesten den Toxic. To be honest. Wie viel kriegt Corviknight? Ja, mit Firelash ist halt doof, weil wir dann immer Death Drops bekommen. Naja, deshalb, das ist halt das Problem. Der kriegt schon viel Schaden. Vielleicht gehen wir einfach mal Slowking? Ein Toxin-Date oder so? Weil Slowking... Die Stealth macht halt auch schon guten Schaden. Wie bitte? Die Stealth macht halt auch schon ja, guten Schaden. Ja, aber Slowking ist jetzt nicht das wichtigste Mon. Ja. Also ich werde jetzt einfach mal Slowking gehen und Toxing. Weil entweder es kommt dann Mega Latias oder sonst irgendwas. Ich bin für Slowking. Ja. Und es kommt Firelash, okay. 13%. Okay, die sind noch ein bisschen offensiver. 13,7. Okay, die haben ganz, ganz weirdes Investment, holy shit. Und jetzt einfach mal Toxing? Ja. Die können auch ein bisschen Speed haben für unser Sandy Score, für unser Corviknight. Kann ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich, dass sie ein bisschen Speed fahren. Ja, ein bisschen Special Death, ein bisschen Speed, ein bisschen Attack, die haben alles. Ja, außer Spätz Attack wahrscheinlich. Ja. Wäre nur cool, wenn wir jetzt das Toxic treffen könnten, ehrlich gesagt. Also gegen das Ding wäre mit Corviknight doch wieder Mirror Armor besser gewesen. Ja, ja. Warum haben wir es eigentlich nicht gemacht? Wir wollten halt unbedingt Terra seine AP wegnehmen, ja. Ja. War vielleicht etwas doof, aber ist immer noch im grünen Rahmen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mirror Armor wäre echt geil gewesen. Aber selbst, die machen uns selbst mit dem Firelash. Ja, okay. Das ist nice. Das ist super nice. Das ist sehr nice. Außerdem jetzt Refresh. Das gilt es herauszufinden. Ich würde sagen, wir können noch einfach mal eine Future Sight droppen. Ja.
Ja, machen wir mal hier auf Future Sight, gucken, was sie haben. Charge Beam. Charge Beam. So, was zum Fick. So, und jetzt können wir, glaube ich, einfach mal raus in Silvelli, ja. Let's go. Können ja nicht einfach so free multi-attacken, weil dann Terra steht. Ja, wir können einfach Parting also, shotten. Ich sehe halt Parting shotten. Ja, klar. Aber die können ja, dann nicht unbedingt in... Ja, Terra mal angechippt ist, können wir auch gut multi... To be honest, die können jetzt nicht in Dings gehen, in Terra. Weil jetzt kommt der Future Side. Und der stirbt sonst einfach. Kommt der Future Side nicht erst nächste Runde? Nee, der kommt jetzt, ne? Der kommt eigentlich jetzt. Kommt doch alle zwei Runden. Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Sehen wir dann, Slow King. Ja, sehen wir dann, haha. Wegen Lea. Also Future, oh gut, das ist Level 50, kein Wunder, dass das one-hittet. Also Future Side killt, wenn es jetzt runterkommen würde. Erst zwei Runden, nachdem die Attacke eingesetzt wurde. Das heißt in der sechsten Runde, also jetzt. Das Ding ist, ich sehe halt irgendwie, dass jetzt Pharaoh vorne reinkommt. Ich würde ganz gerne Parting shotten. Glaube ich. Ja. Oder Flamethrower oder Ice Beam. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Flamethrower wäre halt nice jetzt. Ja, ne? Weil die werden mit Latias nicht drin sein, nicht in der Multi-Attack. Nein. Pharaoh vorne kriegt dann halt von Flamethrower und Future's halt ein bisschen Damage. Mhm. Alles andere kriegt von Future's halt, weil so, ehrlich, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich wegen Future's halt. Ja. Also Flamethrower? Ja. Let's go. Sehe ich. Die bleiben drin. Die sind einfach Mäntel. Ja, aber die kriegen jetzt Damage. Ich sehe uns jetzt einfach mal bei einem Ice Beam, to be honest. Ja. Oder Parting Shot. Aber ich glaube, die werden die drin bleiben? Lass uns einfach mal Ice Beamen. Oder? Ja. Ja, let's go. Und dann hat Silvelli schon alles gemacht, was es machen sollte. Sandy Scorch. Den wollten jetzt wahrscheinlich in eine Flamethrower reinschmeißen oder so. Den können wir... Können wir bitte Multi-Attacken? Multi-Attacken. Ja, Mann. Das müsste übel viel Damage machen, oder nicht? Ja. Ja, wenn er nur voll HP ist, so 45 bis 53, das ist Damage. Das ist Damage, den ich nehmen würde auch. Danach könnten wir in Steve gehen. Ja. Zum Beispiel. Wie ist eigentlich unser schnellstes Mon ein Bad and Pass Supporter? Ich den wir jetzt dabei nicht haben. Also zweitschnellstes Porygon Z. Ich weiß es nicht. Aber ich bin fein mit. Wenn jetzt halt Multi-Attack in Terra gehen, wäre ein bisschen kritisch. Aber wir haben immer noch Mega Altaria. Ich bin eigentlich nicht da schneller als Terra. Weil wir nicht Raikou mitgenommen haben. Und kein Scarfer. Ja. Vielleicht hätten wir Polygon Z doch Scarf spielen sollen. Irgendwie überlege ich halt auch gerade irgendwie Parting Shot zu drücken. Wenn Terra reinkommt. Aber wir haben immer noch Mega Altaria, wie gesagt. Ja, und Corviknight. Und Corviknight. Wir gehen einfach auf Multi-Attack. Scheiß drauf. Und wir haben auch noch Slowking. Ich meine, wenn die sehen, dass wir jetzt eher spezielle Moves haben, dann können die jetzt zum Beispiel auch denken, dass wir vielleicht, keine Ahnung, gar kein Multi-Attack spielen, sondern Surfer oder so und gar kein Step spielen. Ja. Den Chip nehmen wir. Nice. So, und der wird jetzt U-Turnen. Okay, der ist ein bisschen bulkiger. Den muss er nicht. Ne, der ist gar nicht bulky. U-Turn also, da kann ich wirklich jetzt Speed-Investment haben. U-Turn wird uns jetzt wahrscheinlich killen, ne? Am I right? Wenn er Full Attack ist. Ja, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, ja. Wollen wir trotzdem mal Parting shotten? Ja, ich würde ihm halt ungern die Switch Advantage geben. Ja, wir gehen auf Parting Shot. Roost! Auch nicht schlimm.
Irgendwie habe ich Lust, jetzt einfach schon in Korb hineinzugehen und zu Bullgappen. Ja, aber wenn der jetzt halt taunt, ist halt doof. Ja. Oder wollen wir vielleicht den Porygon Z und Try attacken? Oder Mega Altaria. Na, da kommt dann wieder Sadie Scotch rein. Man könnte auch einfach mal, keine Ahnung, in Slowking gehen und erstmal irgendwie nochmal ein Future Sight abfeuern oder so. Aber dann können die wieder in Latias und können sich recoveren, da habe ich gar keinen Bock drauf, to be honest. Ich will in Pokémon Z gehen. Und Try Attacken einfach mal. Ja, das ist auch nicht schlecht. Vielleicht sogar auch Ice Beamen. Weil jetzt Ferrothorn reinkommt. Ice Beam ist allgemein super free gegen die, außer halt gegen das Sandy Scorch. Wollen wir es erstmal drücken? Vielleicht werfen die auch einfach Megalatias ab. Das kann auch sein. Ich würde lieber einfach dann Try-Attack gehen, glaube ich. Let's go. Ich meine, auf Pharaoh können wir trotzdem Chip. Ja. Wieso sieht eigentlich Denier-Team so richtig fett aus da an der Seite und irgendwie so weird? Ich weiß es nicht. Und ich bin ganz kurz gemutet. Also beziehungsweise, ja, gibt einen kurzen Cut. Okay. Drin bleiben, weil ja, ja, klar, ist klar, Roll, ob wir killen oder nicht. Corviknight, weil der sieht nice aus. Ja, ja. Gut. Jupp, war klar. Ja, das erste Mal, dass wir mit Tri-Tech irgendeine Statusveränderung bekommen haben, ne? Wollen wir einfach mal ins Sylveldi Dark gehen? Ja, hätte ich auch gesagt. Aber es wäre halt alles drei gut gewesen auf Terra. Ja, eben. Und es ist halt eine 20% Chance. Ja. Und wenn die bisher noch nie bekommen. Interessant. Vierter Spieltag in Folge, dass die Hexer bekommen und verlieren. Erstens haben sie noch nicht verloren und zweitens sind zwei Spieltage davor verloren und keine drei. Na egal. Ich meine nur. So, nehme ich wieder auf. Gut. Das Ding ist halt, die können jetzt Leech seeden und deshalb. Ich würde dann sagen, wir gehen dann auch auf Fire auf Multi-Attack. Ja. Das ist auch okay. Und Parting Shot wieder. Das zeigt uns eigentlich, dass sie Torn sein müssen, weil ganz ehrlich, warum solltest du sonst Crobat in das Ding reinschicken? Ja, Parting Shot. Corviknight. Oder? Ja. Ja. Wir brauchen Lukas nicht mehr, dadurch, dass Megalatias so low ist. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht mal, dass wir unbedingt U-Turn haben. Kann auch sein. Wenn diese Roost, Torn, Superfang und Brave Bird sind oder so. Ich hatte ja gedacht, dass sie vielleicht Roost, Torn, Superfang und U-Turn spielen. Aber ist auch okay. Ich glaube, die sind halt gespeed-creeped auf einen, wie heißt er? Raikou? Aber so ein Raikou, so ein Scarf-Raikou würde auch lustig aussehen, so mit Thunderbolt, Aura Sphere, HP Ice und... Gestern hast du noch gemeint, dass der absolut kacke aussieht gegen die. Ja, so jetzt ist er tot. Gehen wir in Switch Advantage.
Boah, mir ist schlecht. Hab vorhin Mittag gegessen und zwar ein bisschen viel. Ich hatte eine Dönerbox, aber zwei Portionen Pommes da drin. Wenn sie jetzt in Sandy Scorch gehen, scolden wir einfach. Straight up. Weil die haben keinen Switch in Scald und Ferrothorn kriegt halt Flamethrower dann. Würde ich jetzt mal prompt sagen. Wir bekommen ja sowieso jetzt erstmal Switch Advantage. Deshalb, wenn, wie gesagt, wenn die in Sandy Scorch gehen, was sie halt wahrscheinlich machen werden, beziehungsweise nicht unbedingt. Aber weißt du, was mir das auch so ein bisschen zeigt, dass sie jetzt in Ferrothorn nicht drin geblieben sind? Dass die keine Leech Seed haben. Wahrscheinlich, ja. Oder was ich auch cool gefunden hätte, was ich auch überlegt, also was? Sub. Stell dir vor, wir hätten noch irgendwie Platz gehabt, um Sub drauf zu spielen. Ja. Der yes. Kommt rein. Cool. Ja, Polygon Z freut sich, würde ich sagen. Ja. Einfach mal frech Ice Beam, oder? Oder sehr ja, ich glaube, Sandy Scorch sollte auch übelsten Damage bekommen von dem Ice Beam. Nein, nicht. Ja, der kriegt halt Schaden. Süß. Freeze? Nice. Gleich Flinch 24. Nur in besser. Freeze 24. Hex 24, aber okay. Was gehen wir denn? Slowking? Können jetzt auch ganz fies sein und einfach in die Endshow gehen und Carmen drücken, um den Freeze auszunutzen. Aber die werden halt in Crobat gehen. Ja gut, das stimmt auch wieder. Die werden halt jetzt wahrscheinlich in Sandy Scorch gehen. Ich würde so oder so einfach in Slowking gehen, weil wir verlieren mit Slowking eigentlich gar nichts. Ehrlich gesagt. Ja, können ja erstmal wieder einen Future Sight drücken. Ja. Eigentlich auch. Wir müssen ja nicht unbedingt Flamethrower direkt. Genau. Future Sight. Wir werden wahrscheinlich für den nächsten Future Set, wenn die halt, kann ich mir gut vorstellen, die Galatius abwerfen. Ja. Also sobald wir den Future Set oben haben. Ich find's ja lustig, wie viel Megalatius gemacht hat, nicht. Es hat einen Draco auf Silvally bekommen, es hat einen Charge Beam auf Mega Altaria bekommen. Oh. Und die haben nichts Seed. Ist okay. Einfach mal Flamethrowern, weil die jetzt denken so, ja, die haben eh kein Flamethrower. Okay, Damage. Ja, Mann. Ich denke jetzt halt wahrscheinlich, dass wir vielleicht noch Scald haben und dann Recover, so also, ne, Black Off. Okay, sie haben die Beere. Temporary. Und Knockoff. Immerhin ist sie schon mal weg. Ich würde sagen, wir können jetzt einfach mal rausgehen in Mienshow. Oder sehe ich da was falsch? Nee. Wollen wir einfach mal Mienshow?
Ja, doch. Ja. Katze. Aufhören. Die Katze hat gerade erstmal meine Wand zerkratzen wollen. Weißt du, was das Gute ist? Die werden jetzt vermutlich in Sandy Scorch gehen. Ah, nee, nicht unbedingt. Die werden vielleicht sogar drin bleiben, aber dann stirbt halt Fedurian. Die werden bestimmt jetzt Megalatia sacken. Terrakion! Nehme ich auch. Great. Das Terrakion durfte einfach gar nicht existieren. Ja. Es durfte einfach nicht. Ich hoffe, die gehen jetzt in Gliscor. Die können halt nicht in Crobat gehen, weil sie Angst haben müssen, dass wir Stone Edge sind. Ja. Und es würde, denke ich mal, killen. Jo. Weil die ja nicht wirklich bulky sein können, haben wir schon gesehen. Mhm. Frag mal kurz nach, ob das killen würde. Natürlich haben es nicht, aber... Nee, das wird nicht mehr killen, aber es wird halt übelsten Damage machen. Mhm. Ja, Gliscor. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Coin Mind, let's go. Ja. Dann können wir sogar fast schon Free HP Eisen, oder? Ja, aber sowas von. Let's go. Bei den Crobat wollen die nicht gehen. Nee, der kriegt Millionen. Die werden vermutlich in Sandy Scorch gehen. Oder dranbleiben. Oh, die sind Spätzbef, nice. Boah, ich würde gerade echt gerne einfach nochmal Karl meinen, um die Petaya Berry zu bekommen, ne? Auf dem EQ. Ja. Aber die können wir jetzt einfach. Dann vielleicht, und dann vielleicht, ne? Betten passen in, keine Ahnung, Altaria oder so. Altaria sehe ich halt sogar eigentlich dann als Free an. Ja, eben. Ich guck mal ganz kurz, ob wie viel hat er uns gemacht mit Earthquake? 47. Wie viel Kaffee haben wir? 174. Die würden nur, wenn sie kein Attack Investment haben, würden sie uns mit einer absoluten Max Roll killen. Wollen wir es einfach mal tryen? Ja. Let's go. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die werden jetzt in Crobat gehen, weil die wissen, die tanken HPIs, können dann Brave finden. Ich würde eher jetzt auf Baton Pass gehen, to be honest. Können wir auch schon machen und dann auf Altaria halt wechseln direkt. Ja, bitte. Das hört sich besser an, weil die jetzt wahrscheinlich in Crobat gehen werden. Wir haben ja auch Regenerate auf dem, das heißt, wir kriegen den wieder ein bisschen voller. Hm. Unser toller Regenerator-Core. By the way, ohne Tangrowth, weil Tangrowth kacke ist. Wir könnten halt auch einfach dann vielleicht sogar ins Slowking gehen und was versuchen. Maybe. Ja, na, ja, Sandy Scorch macht halt Damage. Wahrscheinlich. Aber wir hätten das machen können, sad. Wir können trotz allem jetzt in Mega Altaria gehen. Und Hyper Wasten, oder? Ja. Let's go. Wir sind halt nicht schneller. Aber... haben die Toxic? Brauchen halt eigentlich irgendwas gegen Corviknight, ne? Die haben mit dem nichts gegen Corviknight. Ich frag mich halt einfach nur, warum Gliscor bleiben die drin? Weil die den sacken wollten, keine Ahnung. Wie viel hätten wir denn mit Altaria Mega gemacht? Gliscor gegen Mianshao? Na, jetzt ist Mianshao immerhin fast wieder voll. Ja, ich will nochmal ganz kurz was gucken. Mianshao.
Nee, warte mal. Ich schau auf der Range noch was von einem Sandy Scorch. Ja. Sandy Scorch. Altaria Mega. Wie viel hätten wir dann mit Hyper Voice auf plus 3 gemacht? Wahrscheinlich schon guten Schaden. 31 bis 37 bei einem Spätsafset. Wir gehen trotzdem mal auf Hyper Voice. Verlieren nichts. Sandy Scorch wird wahrscheinlich Heavy Duty Boots haben. Kann gut sein. Wenn die wirklich Angst vor Rocks haben, ja. Hm. Gegen unser Team. Oder wollen wir auf Icebeam gehen? Ich sehe die halt irgendwie auch einfach in Crobat gehen. Nee, und selbst wenn, was machen die uns mit Crobat so extrem? Wir sind Fistiff. Ja gut, wir gehen auf Hyper Voice. Vielleicht EQen die auch einfach nochmal. Dann würde ich aber vielleicht sogar roosten. Roost wäre auch nice, ja. Gehen wir mal auf Roost. Wir hätten jetzt ein plus 3 Mega-Altaria, Mann. Das ärgert mich ein bisschen. Mein Mega-Altaria wäre cool gewesen. Auf plus 3. Und plus 2 Spätstef. Jetzt mal legit, ich glaube, der wäre einfach dann durchgegangen. Nicht mal ich glaube, ja. Ich glaube, der wäre einfach durchgegangen. Ja, war klar. Ich glaube. Danke, sehr gut, Nils. So, killt eine plus 1 Hyper Voice bei einem Spätstef Gleisscore. Wenn die careful sind. Nein. Ich glaube, wir müssen auf Icebeam gehen. Da gehen wir doch aber auf Icebeam. Ja. Wir wollen ihn ja scheinbar einfach opfern. Ja, dann lassen wir den auch einfach opfern. Ich mag es, solche Altaria-Sets zu spielen. Die sind lustig. Ich mag es, solche Nien-Show-Sets zu spielen. Ja. Musst du auch irgendwann mal bringen in der Liga von Jonah. Ja. Bestimmt. Auf Mega Aero. Lul. Ja, mit SD. SD Pass, warum nicht? Ja, stimmt ja, es gibt ja nicht nur Coin Mine, es gibt ja auch einfach auf physischer Seite. Boah, ich sehe uns schon. Irgendwann spielen wir einfach Scarf Combi Night. Ist okay. Der ist down. Und hier nicht. Hm. Hier nicht. Ich meine, ansatzweise. Ein Gleisscore war ein Fred. Aber an plus 3 wäre so gut gewesen. Warum sind wir nicht auf plus 3 gegangen? Warum war ich... Aber guck mal, war es denn eigentlich jetzt eine falsche Interpretation, dass die in Crobat gehen könnten? Weil wir mussten Angst vor Brave Bird haben. Deshalb war für mich Baton Pass der beste Play, weil wären die jetzt auf eine HP 1 gegangen, wenn wir auf eine HP 1 gegangen hätten... Dann haben die ja gar keinen Brave Bird. Das stelle ich mir, to be honest, jetzt tatsächlich vor. So, die machen ja, ne? Die Tonne Superfang. Tonne Superfang. Da wäre das legit das Set, was ich predicted hätte. Ja. Das wäre lustig. Aber Corvi Knight sieht halt jetzt noch besser aus, ne? Weil alles, was ihm jetzt ein bisschen auffällt, bis halt auf Ferrothorn und der ist halt super gut gechippt. Ist halt jetzt super gut gechippt. Lul. Alles, was ihm auffällt, bis auf Ferrothorn, der ist super gut gechippt, ist super gut gechippt. Junge Nils. 5 Millionen Kuple. Was ist denn heute los mit dir? So, den will ich, glaube ich, jetzt einfach mal Hyper-Voicen.
Der soll von da nicht kaum Damage machen. Ja, Hyper Voice, let's go. Boah, das ist schöner Schaden. Der Fire Lash hin oder her. Wir können jetzt noch einmal mal Hyper Voice. Nochmal Hyper Voice. Ja. Danach Loosen und dann nochmal Hyper Voice, oder nicht? Ja, sehe ich nämlich auch. Außer die haben Rest. Boah, so ein Rest-Tox-Hit wäre jetzt ein bisschen nervig. Ja, wir haben immer noch Steve. Steve könnte halt einfach dann, ne? Steve hat bisher noch keinen Kill gemacht. Steve, was ist los mit dir? Ich meine, er hat das Terrakion geparat, aber hey. Die haben ein Rest Set, okay. Dann haben die vermutlich Rest und Leech Life. Ja. Fire Lash und Leech Life. Und Sleep Talk. Ja. Wollen wir trotzdem jetzt einfach mal roosten, damit wir auf einer relativ hohen KP-Range sind? Ja, doch, hätte ich auch gesagt. Ja. Das passiert ja, wenn man Rest Talk spielt. Hm. Kenne ich nur zu gut, deswegen mag ich Typ 0 nicht. So, in was gehen wir jetzt? Warte mal, wie viel Schaden haben wir dem jetzt mit der Hyper Voice gemacht? So 26 bis 28 auf plus 1. Ja. Ja, meine Katze will raus, okay, super. Aha. Dann mach Brilliant Set für Dutch Hate. Ja, kannst du mal kurz überlegen, was du machen musst. Ich muss meine Katze rauslassen, sonst macht die mir noch meine Tür kaputt. Naja, alles gut. Hätten wir noch irgendwas anderes spielen können auf Sandys, auf Mega Altaria? HP Gestein, aber für was? Roxalite kann das Ding ja nicht. Oder Ancient Power oder sowas. Rain Dance. Let's go. So. Einfach mal Hyper Voicen vielleicht nochmal. Hätte ich auch gesagt. Ja komm, let's go. Upper Boys, 30%. 30. Was kriegen die? Rest. Nochmal Rest. Wow. Wir können einfach die ganze Zeit Hyper Boysen, to be honest, weil die machen uns halt nichts. Oder sehe ich das falsch? Ich habe eine Idee, was wir auch machen könnten vielleicht. Was denn? So oft Hyper Voicen, bis er mal in der einigermaßen in der Range ist, wo er eigentlich Rest drücken muss. Hm. Und dann auf den Rest wieder, also wenn die wieder aufwachen, im Polygon Zeit wechseln. Die zwei Attacken. Das können wir machen, ja. Gehen wir nochmal auf Hyper Voice. Boah, Alter. Falls jetzt nicht. Jetzt müssen die resten. Ja, das heißt, wir gehen jetzt auf Polygon 2. Warte mal, wir können doch einfach in Slowking gehen. Die haben ja gar nichts gegen Slowking. Ja, stimmt. Dann ab ins Slowking, oder? Also nur mal ganz kurz, der würde mit einer plus 1 Firelash unser Polygon Z nicht killen. Je nachdem, wie viel Investment die haben. Aber die würden dann halt wieder in Ferrothorn gehen, ne? Da habe ich nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, aber den tooten wir doch jetzt auf der Range, oder nicht? Nein, mit Tri-Attack nicht, wenn Ice Beam gerade mal 23... Ne, wie viel hat's gemacht? 7, 23 oder nicht? Ne, ich glaube, 33. Was ist das für ein Ferrothorn überhaupt? Also Twitten tun wir den ganz bestimmt nicht. So, Polygon Z. Steve!
Ja gut, wir tooten den nicht ganz, aber wir würden den sogar fast tooten. Wir können einfach ins Slowking gehen, würde ich sagen, weil... Ja. Let's go. Ja. Jetzt gehen wir einfach mal Future Side, oder? Ja, und dann Scald. Ja. Weil auch Chip auf Ferrothorn können wir brauchen, weil... Wir brauchen den so auf 50%, dann können wir den mit Porygon 2... Also wir brauchen den genau auf 50%, dann können wir den mit Porygon 2 tooten. Jo. Safe. Ich bin jetzt einfach auf Future Side. Und Latias stirbt auch einfach. Beziehungsweise wir können in Latias dann auch immer in Altaria gehen, so. Die haben halt wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass wir Slowking mitnehmen. Deshalb fahren die so ein Set. Ja. Aber auch gegen Lycanroc hätte das halt komplett abgekackt. Aber die haben halt kein Problem mit Lycanroc. Ja, die haben halt Gliscor. Branavart zum Beispiel. Dass sie halt jetzt so ein weakes Team gegen gegen Wolverock mitbringen, konnten wir ja nicht wissen. Weil so ein SD-Set mit Nahkampf. Mit Nahkampf. Let's go, oder? Mit, keine Ahnung, Brick Break, Stone Edge, Acelerock. Er hat halt einfach komplett dieses Team gekillt. Jetzt mal legit. Brick Break auch noch für das Terrakion gleichzeitig. Genau. Damit ist entweder, ja, wahrscheinlich sie, Edge mit Lycanium sie. Aber können wir ja nicht wissen. Aber ich find's gut, dass wir fast 1-1 das Team predicted haben, wie es hier ist. Die müssen halt jetzt eigentlich rausgehen, so. Ich sehe die jetzt hier eigentlich nicht drin bleiben. Und das wird noch kein Problem damit, wenn die in Paraphon rausgehen, weil, wie gesagt, Chip brauchen wir auf dem und dann können wir den mit Pulsen zertouren. Ja. Und ich sag's dir ehrlich, ich bin echt froh, dass das, ja, dass das einfach so ein Set ist. Weil das Ding ist halt, wir können halt auch immer mit Slowking rausswitchen und so weiter, weißt du, wie ich mein? Ja, eben. Also mit Rest, Talk, Firelash, Leechlife wär's gefährlicher gewesen, glaube ich. Ja. Aber so haben wir halt jetzt ein Safe Switchen. Beziehungsweise Mega, ja gut, Mega Altaria nicht unbedingt, aber du weißt, wie ich meine. Und Pokémon Z ist halt auch noch da. Ja. So, wir können halt jetzt wieder Future Sighten einfach. Vielleicht werden die jetzt auch Mega Latias abwerfen. Vielleicht überlegen wir auch einfach mal jetzt Gold zu drücken. Wollen wir vielleicht jetzt einfach mal Gold drücken? Damit wir jetzt nicht unbedingt eine Nullrunde haben und sich Megalatias nicht hochheilen kann, ich würde Scald drücken, to be honest. Ja. Let's go, drücken wir einfach Scald. Weil, ob wir jetzt, wenn wir jetzt einen Burn auf Ferroform bekommen, wäre super nice. Wenn wir jetzt einen Burn auf Crobat bekommen, wäre noch nicer. Und wenn wir Latias besiegen, ist halt ein Sack weniger. Und das ist halt auch Chip auf, hier. Die Ameise. Das sollte gar nicht auch mal so viel, so wenig machen. Sandy Scorch, Oi Rest Talk gegen Slowking. Ja, Firelash macht halt auch gar nichts gegen uns. Und Scald macht halt okay in Damage. Mirror Armor wäre jetzt so gut gewesen. Ich hätte halt einfach super gut gegen das setupen können. Ja, aber ist alles okay. Ist alles okay, würde ich jetzt erstmal nochmal behaupten. Ich wollte halt nicht, also ich habe halt überlegt auch im Teambuilding, ob wir das mitnehmen sollen, aber ich wollte halt nicht nur wegen einem Pokémon Mirror Armor mitnehmen. Aber es war halt klar, dass es mitkommt so. Also, dass der dabei ist, war halt eigentlich safe wie sonst was. Aber wir wollten halt auch einfach hier gegen Terra einfach AP-Storm. Ich kann damit rechnen, dass Terra sich einfach paralysieren lässt. Ja. So, ich muss jetzt mal ganz kurz das Licht anmachen, weil es wird ziemlich dunkel. Deswegen habe ich schon die ganze Zeit das Licht an.
Sag ich dir. Hab ich doch gesagt, dass sie den jetzt decken. Dachte ich mir. Jawollo. Kill für Slow King Nummer 2. Ja, Mann. Slow King? Weißt du, Slow King hat sich jetzt, war jetzt erstmal ein bisschen im Urlaub und jetzt ist er wieder zurück. Wollen wir jetzt einfach mal auf Corby gehen? Und gucken, was die machen? Ja, ich würde halt Slow King umgehen an chippen lassen, weil den brauchen wir noch. Der ist wichtig, der ist super, super wichtig. Und Destiny ist halt jetzt... Ja, Brave Bird, nice. Das heißt, die haben entweder kein Taunt oder kein Superfang. Wir können jetzt einfach mal Bullgappen, würde ich sagen. Oder die Drillpacken. Ja, erstmal Drillpacken und gucken, was sie machen. Ja, ja, okay. Ja. Das heißt, sie haben kein Superfang. Nice. Nehme ich sehr hart. Wir können weiter Drillpack. Die werden jetzt wahrscheinlich in Ferro gehen. Aber Chip auf dem ist immer noch nice. Ja. Vor allem der Chip. So, und die werden jetzt auf Leech Seed gehen. Wollen wir einfach Body Press? Oder Body Press, ja. Body Press, komm. Wir chippen den jetzt einfach tot. Aber wie viel machen wir? Eigentlich müssen wir ziemlich viel machen. Wenn die nicht, da die nicht Fisted sein können. Und ich meine, Taunt geht eh gleich rum, deshalb ja, Body Press. Ja, Body Press macht auf den Spätstef 29% Mindermatch. Ja. Das Ding ist halt, wir gewinnen halt einfach das Matchup. Jetzt. Die werden jetzt halt erstmal vermutlich hier Leech ziehen. Kann ja auch daneben gehen vielleicht. Nee, das muss jetzt echt nicht mehr sein, Nils. Doch. Ich habe so oft in meinem Leben schon Leech Seed gemisst, der wichtig war. Nils, die haben eine Paare auf ihr Terrakion bekommen. Die haben noch irgendwas abbekommen. Die haben dreimal oder zweimal Rest bekommen bei Sleep Talk. Ja, das ist aber, to be honest, wenn das ist immer noch eine 33% Chance, dass man einen Move bekommt. So, ja, und das zweimal. Ja, den einzigen Move, der gar nichts bringt. Also, to be honest, ich fühle mich jetzt nicht in der Lage, hier zu sagen, ja, es tut mir leid, weil... Ja, das sowieso nicht, das sagt man eh nicht. Ich sag's dir mal so, wir haben auch einen Spieltag verloren, weil wir komplett weggehext wurden. Ich sag nur gegen Batzi. Ja, eben. Deshalb sehe ich mich nicht in der Position zu sagen, oh, tut mir leid, Leute, es war ja voll doof. Das habe ich auch nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir jetzt nicht noch mehr Hacks callen müssen. Guckst du Captain Cringe nicht? Nö. Der die meisten Hacks bekommt, ist der bessere Spieler. Vermutlich werden die jetzt vielleicht sogar protecten. Wir können jetzt einfach mal Bullgappen, to be honest. Oder nicht? Ja. Machen wir. Und dann können wir roosten. Protect nicht. Knocken, ja. Roosten. Und das sollten wir eigentlich gewonnen haben. Und ich find's gut, dass wieder Megalatias aufgegangen ist. Megalatias? Megaltaria. Na gut, das ist jetzt doof. Die werden jetzt roosten.
Wollen wir einfach mal in Mega Altaria gehen? Ja, und dann, wenn die in Sandy Scorch gehen, dann können wir einfach auf Slowking. Slowking wieder gehen. Ja. Die sind halt jetzt auch mit Ferrothorn in der Range, wo Porygon Z einfach... Die mit Porygon Z hätten, ja. Ja. Jetzt wäre es gut, Brave Bird zu haben, weil jetzt würden wir den halt... Keine Ahnung. Nee. Ferrothorn macht schon genug Chip. Weil ich finde es krass, die hätten einfach weiter Body pressen lassen. Beziehungsweise, nee, ich laber gerade nur Müll. Egal. Was könnte jetzt noch kommen von denen? Ich finde es super, wie man einfach bei manchen Nachrichten im Chat immer sofort merkt, wer von uns beiden es geschrieben hat. Wenn man uns kennt. Ja, ja. Also das alles gut hätte auch von mir sein können. Das hätte sogar eher von mir sein können. Ja, das stimmt, denkt man sich so, ja, alles gut hast du geschrieben, ich habe geschrieben, Telekom ist halt ein Arschloch. Ja. Leute, die das anschauen, wahrscheinlich wirklich, also die nicht das Video anschauen, sondern nur den Kampf wahrscheinlich wirklich. Hm. Die denken sich so, also wenn sie uns kennen, so, ja, ach ja, Ghost hat geschrieben, alles gut, und Nils und so, ja, Telekom ist ein Arschloch, los. Das ist halt so typisch, du. Ja. Ja, U-Turn ist okay. Ich wäre ja jetzt für Porygon Z. Beziehungsweise nein, wir können einfach in Slowking gehen. Ja, eben. Die können das gern predikten, das wäre mir eigentlich auch recht. Ich meine, legit. Aber ich finde es krass, dass die geuturnt haben. Hätten wir nicht einfach jetzt einen Kill gekommen? Gut, nee, die wären wahrscheinlich wieder in Pharaoh gegangen. Nevermind. Ja. Die hätten nochmal extrem Chip auf Pharaoh bekommen. Natürlich auch auf uns. Mhm. So, Slowking kommt wieder rein. Okay, die bleiben drin. Und Firelash. Firelash. Ist okay. Einfach jetzt mal Future Siden. Ja. So. Willst du mal hoffen, dass es kein langer Kampf wird? Ja. Ja? Aber das Ding ist halt, wir tanken halt alles. Future Sight und Scald sollte halt ziemlich gut Work machen. Ja, absolut.
Und irgendwann können wir vielleicht dann nochmal versuchen, mit Mianschau einfach mal irgendwie Coin Mind und Baton Pass auf Slowking zu machen. Ich finde übrigens das Set so dumm. Kein Recovery Move. Ja, weil wir haben jetzt halt jeden Move schon einmal benutzt, weil wir den auch gebraucht haben, also. Wir hatten ja keinen Platz dafür. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, die werden jetzt auf unseren Flamethrower wieder ins Sandy Scorch gehen. Aber verlieren wir was dabei? Nö, wir können immer wieder Flamethrowern. Oder das? Ja, wir können Flamethrowern und danach können wir wieder. So, jetzt kann das Golden und irgendwas stirbt, oder nicht? Nein, weil Utah killt uns doch einfach, oder nicht? Ah ja, gut, stimmt, wir sind auf jeden Fall Steph, ja. Wir könnten aber in Porygon Z gehen, weil ich meine... Yep, das hätte ich auch überlegt, weil ich denke mal, der sollte bestimmt eintanken. Ja, ab in Porygon Z. Hm. Also U-Turn sowieso... Oh, Breakbird wäre sogar knapp gewesen. Aber dann wäre halt Crobat gestorben. Nee, Breakbird hat mir getankt, selbst Adamant. Und außerdem wäre Crobat dann gestorben. Ja, das auch. Aber selbst wenn die Breakbird gedrückt hätte, hätten wir nichts gelebt. So, das kommt jetzt. Und die sind jetzt, glaube ich, in der Range, wo Ice Beam killt. Oder wir gehen auf Tri-Tech. Tri-Tech killt halt nicht. Und das wissen die. Wir können so oder so aber jetzt auf Ice Beam gehen. Ich sehe halt keinen Grund, jetzt hier nicht auf Ice Beam zu gehen, to be honest. Ja. Selbst wenn die wieder auf Sandy Scorch gehen, wir können halt immer wieder das gleiche machen, immer wieder auf Slowking gehen, immer wieder ein Future Side abfeuern und irgendwann wird halt das Ding Seraphon so downgechippt, dass wir einfach Troy attacken können. Mhm. Und außerdem müsst ihr mit Crobat auch irgendwann mal roosten. Mhm. Nice. Oder das. Porygon Z hat jetzt 8 Kills. So, jetzt müssen die wieder in Sand Scorch gehen. Ja. Oder sie gehen halt auf Crobat, das geht natürlich auch. Okay, die wollen jetzt Brave Burden. Oder Roosten. Wir können doch darauf einfach jetzt in Corby Knight gehen, oder sehe ich das falsch? Ja, eben. Wir müssen da nichts riskieren. Polygon Zeit können wir noch behalten, um dann halt später noch das Handy Scorch zu breaken. Mhm. Falls es ganz krass ausrasten sollte, das Ding. Wir können jetzt halt nicht boosten. Ah. Aber ist ja auch nicht schlimm, wir können aber jetzt Drill packen. Wir können dann in Altaria gehen vielleicht? Nein, Altaria forst wieder Sandy Scorch rein. Ja, und Sandy Scorch forst wieder Slowking rein. Stimmt, hast recht. Oder wir gehen jetzt schon auf den Taunt in Slowking.
Das wäre auch eine Idee, oder? Ja. Machen wir das doch einfach. Ja. Und drücken jetzt einfach mal... So lange das hin und her gespielt. Drücken wir jetzt einfach mal Scrollt. Drücken Future Sight. Okay. Drücken wir Future Sight. Dann könnten wir zum Beispiel in der Runde, in der der Future Sight dann runterkommt, auf Steve wechseln, weil die nie, weil wenn die mit Crobat drin bleiben, dann haben ja, wir halt verloren. Ist Crobat halt tot. Hm. Also in der Runde, in der Future Sight runterkommt, können wir einfach auf Steve. Okay. Können wir jetzt? Warum macht das so mal, wenig? Können wir mal bitte einfach scrollen jetzt? Ich hätte Bock auf Scold und du so? Ja. Nice! Oh, das brennt. Wollen wir jetzt... Jetzt können wir doch in Pose und Z gehen. Ja. Safe. Ja, Mann. Der killt uns nicht mal mit Brave Guard. Der wechselt nicht mal raus. Ja, doch, der wechselt raus mit U-Turn. Kriegen das Ding. Bam. Und Tri-Tech. Tri-Tech müsste doch killen, oder? Ja, so Def waren die nicht. Das bedeutet, das können die gar nicht gewesen sein, weil sonst hätten wir... Nice. Ja. Ich würde halt ganz gerne auf den noch einen Brave Bird? 5-0 spielen, tatsächlich. Warte mal. Crobat. Adamant. Burnt. Burnt. Ich burn drive. Burnt. Tank mir nicht. Wir können doch einfach in Altaria gehen. Verlieren wir nicht. Ja. Weil die Differenz können wir echt gebrauchen. Dann roosten wir jetzt einfach mal auf Daniel Roost. Fuck! Ich glaube, wir können einfach auf einfach Reiger Ice Beam und so. Storn wir halt jetzt. Auf welcher Range sind wir mit Slowking? 45 ist fast. Slowking auf 177 KP. Ich will mal kurz nachgucken, ob wir nämlich einen Brave Bird tanken würden, wenn wir vielleicht mal auf irgendeinen Roost dann in Slowking gehen. Junge, jetzt gib mir doch die... Hä? Gib mir doch die 100... Ich darf keine 100 KP einstellen. Hallo? Falk? Genau, 45%, danke. Das geht. Crowback, Burnt... Tanken doch einen Braveford... Ja, wir tanken einen Braveford nach Rocks. Nice. Also wir können einfach, sobald wir ziemlich sicher sind, dass sie auf Roost gehen, können wir einfach auf den gehen. Ja. Aber was machen wir im Gegenzug? Future Sight drücken, ja. Ja, Future Sight drücken und dann in, wieder in Altaria gehen und dann warten, bis der Future Sight runterkommt. Ja gut. Das ist ja der Sinn dahinter. Aber wir können auch einfach in Mega Altaria drin bleiben. Und... was machen, weil wir stallen halt der hier Roost aus und Schaden machen die uns halt auch nicht. Und wenn sie uns halt Schaden machen, killen wir sie halt mit Ice Beam. Ja, siehst du. Crit. Mann. Hat er gemeldet? Ich weiß es nicht. Okay, der eine. Das, der Wellplayed und GG geschrieben hat, ist Shouzuke und der andere ist der jetzt gerade richtig triggert ist. Weise Klinge, ja.
Der war ja auch im Central Cup übel getriggert, weil ich in den Chat, wo man die Spoiler reinschickt, also wo man die Ergebnisse reinschickt, die Ergebnisse reingeschickt habe, während das in den Kampf geguckt hat und er den Chat nicht gemutet hatte, hat er sich dann bei mir beschwert, dass ich ihn gespoilert habe zu dem Kampf. Ja. Also natürlich, die Leute davor haben einen Dingens. Einen Spoilerschutz reingemacht, aber davon war nie die Rede. Ich habe sogar Jonah gefragt, hat gemeint, nee, du brauchst doch keinen Spoilerschutz, keine Ahnung, warum die das alle machen. Okay, ja. Und zwei Minuten später werde ich getaggt und ja, ich wurde jetzt gespoilert wegen dir, dankeschön. Ja. Naja. Jungs. 5-0 Sieg, jetzt sind wir wieder auf, ich glaube, normaler Differenz, also auf 0. Yo, Junge, das ist so nice. Oh, ich liebe, weißt du, jetzt irgendwie sind wir in diesem Team drin. Mit diesem Team drin. Ja. Und Megaltar, warte mal, wie viel Kill? Also Pokémon Z hat wieder 2. Megaltaria hat 2. Slowking hat 2. Nice. Slowking auch mal wieder mit dabei gewesen, hat diesmal, ich bin super zufrieden mit Slowking, die sind später gewesen. Mhm. Der hat Megaltaria getoxt, hat alles gemacht. Sehr, sehr nice. Damit hat Polygon Z jetzt 9 Kills? 9 Kills, ja. Also wie gesagt, Jungs, nächsten Spieltag müssen wir gegen Luis. Bin ich auch sehr gespannt, da werden wir uns auch wieder was Lustiges einfallen lassen. Und da werde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und... Dein Auftritt. Tschüss. Ich hab gedacht, du sagst Tschüss und ich sag danach noch Tschüss wie jedes Mal. Na, ich wollte das halt mal cooler. Egal. Tschüss.